Meter der Unterschied zwischen Mürikinski und Erman Käse. Das wird ein ganz, ganz spannender Zweikampf zwischen den zwei hier. Wir sind seit 51 Minuten und 55 Sekunden unterwegs. Das heißt, dort wird die Zeit von Dario Colonna aus dem Jahre 2016 angegriffen. Und jetzt kommen wir hier auf die Schlussmeter. Jüri Kinci wird sich das hier nicht mehr nehmen lassen. Erman Käse kommt zwar noch einmal auf und verletzt mir genug, aber ich spüre noch weg. Und damit haben wir den Sieger, Jüri Kinci. Haben Sie diesen Schlusssport gesehen, den hier Erman Käse hingelegt hat? Er hat diese 10, 15 Meter Distanz, diesen Rückstand, den er noch hatte, auf den letzten rund 100 Metern noch fast wettmachen können und hat hier Jüri Kinci auf den letzten Metern wirklich alles abgeben. Ich muss hier den Unterschied schon vorher machen. Auf der Zielgerade wird es schwierig. Und das hat er taktisch hervorragend gemacht. So, aber bereits die nächsten Läufer hier kurz vor der...